Hello and herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 16 Ultimate Team. Und, heute mal wieder, ich glaube, wie letzte Folge, ist ja jetzt ein bisschen länger her, eine absolute Special-Folge. Oh! Wir öffnen diese ganzen Packs und wir kaufen einen Spieler, der von FIFA ist. Wir kaufen Toni Kroos und das würde ich sagen, machen wir als erstes. Wir nutzen nämlich diese schöne Flaute, die ja natürlich nicht so lang, nicht derzeit, sondern eigentlich sich so langsam einstellt bei FIFA. Und guck mal hier, ganz ehrlich, 9500 für Toni Kroos können wir kaufen. Damit hätten wir einen Top 50 Spieler. ZDM, ja, okay. Das ist einfach OMG. So, und jetzt würde ich sagen, geht es zu den Sets. Nein, wartet. Wartet. So, und ich dachte mir, so ein episches Pack-Opening, epischer wie nie zuvor, müssen wir doch mit Musik unterlegen. Lalalala. Genau, und ich würde sagen, wir fangen an mit diesem Geschenkset. Bronze, 4 Bronzen, kein seltener. Was haben wir? Was haben wir dabei? Ja, gut, das konnte natürlich nichts sein, ne? Graziani. Ja, Verträge. Fitness und Spielertraining. Ja, ne? Können wir erstmal alles an den Verein senden? Ja, Mama. So, Geschenkset Silber, das ist schon besser. Da sind 4 besondere Silberspieler bei. Und haben wir da irgendwas? Haben wir da irgendwas außer. Oh, Shahi. Nicht so schlecht. Silberverträge, Spielerfitness, das ist 40, ist schon gut. Ivy Lane haben wir, na, warum nicht, ne? Bessert gar nichts. So, und das nächste Geschenkset, Silber, wieder 4 Stück. Was ist drin? Ist das? Ah, nicht schlecht, ist schon für den Silberspieler ganz gut. Calderon und Chara von den Portland. Ja, ne, Spielertraining ist immer gut, Spielerverträge, klar, das kann man immer gebrauchen, das ist mega gut. Das nächste Geschenkset, Silber, öffnen. Wen haben wir da? Ist das, Linksverteidiger, kann man gut gebrauchen, Rocha. Spielerheilung, Kopf, das ist gut. Und da haben wir einen Torwarttrainer. Warum nicht? Haben wir gar nicht vorher. Und das epische Lied ist vorbei. Wenn ich es richtig höre, jetzt sollte mein Stuhl sogar knatschen, so leise ist es hier. Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Geschenk. Ist da Lionel Messi drin? Er kann ja gar nicht. Ist ja, glaube ich, ein Goldspieler. Robert. ZOM, das kann man gebrauchen. Ja, Trainer, ein Wappen. Und, oh, den haben wir schon. Den habe ich schon. Das kann ich, nichts mit anfangen. Wow, die Musik wieder ganz dramatisch. So. Was haben wir hier? Im nächsten selber Set ist da irgendwas Geiles bei. Ein Rechtsverteidiger. Oh, gut. Zambelli, ja, ein Italiener, ne? Boah, 2 Verträge, das finde ich gut.
Oh, das klingt so ein bisschen wie so eine Mission Impossible Musik kann das sein. Und das letzte Geschenk sind Silber. Wann haben wir, wen haben wir dabei? Ruft mal rein, wer ist das so? Mexikanisches Team können wir jetzt aufbauen. Wiki. Zwei Verträge ist gut, Spielerheilung ist auch nicht schlecht. Aber jetzt wird's interessant. 4 Goldsets. Die Königsklasse. Was ist da drin? Gold? Ist es Messi? Ist es Ronaldo? Oh. Aranguiz. Können wir ja Leverkusen. Ist schon nicht schlecht. Oh, einen guten Innenverteidiger. Galvez. Spieler. Oh, wir haben. Uiuiuiui. Gladiator. Das ist ja. Das können wir, glaube ich, bei uns für ZDM gut gebrauchen. Oder Manager Liga. Naja, gut. Das wird Norwegen oder so sein, glaube ich, ne? Kann ich jetzt so nichts mit anfangen. Machen wir doch das nächste Geschenk. Goldset. Was ist da drin? Was erwartet uns? Ist da? Ah, Barovero, da haben wir einen guten Zweitorwart. Und noch ein ZM, das geht natürlich immer. Chemistry Store Architect. Oh, passend Physis, das ist auf jeden Fall für die Verteidiger. Und das Wappen von Ägypten. Ja, warum sollten wir jetzt das denn drauf machen? Ganz ehrlich. So. Ich brauche hier ein Lied. Nein. Nee. Nein. Warum denn so viel? Nee, nicht Call of Duty 2. Oh, Chronology, das ist mir zu freundlich. Gut, bei Deponia, nee, lieber nicht. Ich brauche jetzt irgendwas. Aha. Das geht natürlich. Aber das machen wir nicht. Xenoverse, Fable Lost, Mirror's Edge, Destiny, Senia, Dungeon Keeper, Metroid, nochmal Metroid, Alan Wake, Bioshock, Dark Souls, Medieval. Oh ja. Yeah. Arma 3, also komm, wer das Lied nicht kennt. Geschenkset. Gold. Wer ist da drin? Ist da jemand Gutes drin? Brauchen wir das? Brauchen wir das? Oh, Orion. Das ist zu. Da haben wir noch einen Trikotsatz. Oh, Wolfs. Wer Nürnberg. Das ist ein, oh, ein schöner Ball. Das ist kein schlechtes Geschenkset gewesen. Und jetzt das letzte. Messi ist drauf. Geschenkset Gold. Was ist da drin? Was erwartet uns jetzt? Der Spieler? Agassi. Naja, da haben wir jetzt ein paar Verträge. Oh, nochmal ein Verträge. Und Spielerfitness. Und dein Duplikat. Das können wir mal, glaube ich, direkt verkaufen, denke ich mal. So. Zwei Megasets, meine Freunde. Wenn wir dürfen. 30 Spieler, 18 selten. Oh mein Gott, ich hab Müller in den Kopf. Ach du Scheiße, Müller. Oh mein Gott! Alter, was ist der Wert? Was ist der Wert? Alter, was ist das denn? Oh.
Alter Müller! Alter, das ist jetzt aber schon ein bisschen übertrieben, Müller. Okay. Alter, wir haben ein Glück heute. Leute, jetzt geht mir hier gerade weiter ab in der Hose. Das ist aber... Oh, ich kann ja das... Oh mein Gott, Müller! Scheiße, Ginter, Tosic und sowas, aber Müller, scheiße, fuck doch mal die Wand an Müller, oh, gib mir jemand Luft bitte, das ist ja... Shit. Oh mein Gott. Fuck. Das ist, also... Sagt mir nicht, ne, aber... Ganz ehrlich, mit Müller haben wir gerade einen fucking guten erwischt. Und jetzt muss ich das zweite Pack öffnen. Das zweite Megaset, 30 Spieler, 26 Gold, 18 davon selten. Was ist da drin? Oh. Piraten von Paris Saint-Germain! Ey, Junge, was ist denn los? Nick de Jong, ach du Scheiße! Verratti und Nick de Jong in einem fucking Paket! Ey Leute, was ist denn los hier? Müller, Verratti und Nick de Jong. Alter, Leute, das geht ja gar nicht, das ist ja, ach du heilige Scheiße, Alter, und 1000 Münzen, Alter, das, oh mein Gott, oh, Alter, Etihad-Stadion auch. Alter, was ist denn heute los hier? Ich komme ja gar nicht mehr klar. Und, ihr wisst ja alle, ich bin Mainzer, ne? Hier, FSV Mainz-Wappen, ey. Was ist denn los heute? Was geht los da rein? Jetzt bin ich aber gerade hier. Unfassbar. Das ist aber komplett vorbei. Ich mach mir mal gerade so... Alter, das ist ja unfassbar. Alter, geht ja Gäste. Ach du Scheiße. Ich mach mal gerade... Alter, immer noch Müller. Ich bin davon, ey. Es geht gar nicht. Das ist ja... wie ich hier sitze. Rafinha haben wir auch. Stenzel als Ersatz. Was ist denn das? Der guckt, als hätte er einen Bittertrank getrunken. Guckt euch das an, was wir hier für Linksverteidiger jetzt haben. Pereira, Tosic und Avelra.
Ich weiß jetzt nicht, was ich nehmen kann. Habe ich keinen mit passender Chemie, ne? Nehme ich Pereira erstmal. So. Das ist jetzt also. Alter. Hey, die haben keine Chemie, weil ist ja nur Bundesliga, stimmt. Alter, was ist denn los? Hier, Yunus Mali. Alter. Was willst du denn noch haben, Junge? Es ist hier gerade ein bisschen, Hahn von Borussia Mönchengladbach. Stürmer, guck dir an, was wir für Stürmer haben alleine. Jetzt natürlich nichts mit China, aber. Das ist eine Mannschaft, die wir einfach mal so aufstellen können. Fährmann, Brooks, Rafinha, Groß, Pereira, Mali, Hahn, Jürgensen. Das ist ein Team mit Namen. Das ist mir viel zu laute Musik. Alter, fick die Henne. Ganz im Ernst. Was ist denn ab hier? Was ist denn hier los? Das geht gar nicht. Sorry. Wie kann ich das nochmal machen? Ich habe ja keine hängende Spitze, ne? Ist das Problem? Das geht. 4-3-3 könnte ich natürlich spielen. 4-3-3 defensiv. Äh, 4-4-2 ist natürlich auch immer gut möglich. Da haben wir Nein. Ich bleibe lieber bei erstmal bei 4-1-2-1-2. Ach, das ist nur das, da sind ja die links und rechts Mittelfelder, genau. Alter, was ist das denn? Schreibt mir doch mal in die Kommentare. Schreibt mir doch mal in den Kommentaren, was ich jetzt für eine gute Aufstellung machen kann, damit ich hier mit einem MS. Warte mal. Spielername Müller. Ich wollte ja noch gucken, wie teuer der ist. Der muss immer noch teuer sein. Ich meine, 10.000 kriegt man den jetzt schnell, aber. Sogar für unter 10.000 kriegt man den. Na gut, das ist vielleicht in Form, ist natürlich geil, aber. Eieiei.
Genau, jetzt wollte ich gucken, es ist ein MS und ich spiele ja nicht mit MS. Verbrauchs der Positionswechsel, genau. ST zu MS. MS zu ST, so. Kostet so, okay, ist nicht so teuer. Kriegt man für 300. Okay, kaufen wir. Und wenden wir nämlich dann an. Weil ich denke, dass das doch ein kleines bisschen. Wahrscheinlich habe ich so eine Karte schon. Nee, hab ich nicht. So. Spieler tauschen wir lieber aus. Ey, wir haben 4 Sterne 76er Team mit Müller, Groß und Fährmann. Ich tausche mal hier noch, dass ich vielleicht sollte ich noch die Verteidiger nämlich sogar passend austauschen. Was ist denn das wieder für eine laute? Was ist denn die Mars-Effekt-Musik ist so laut? Salazar? Ja, Sarazar spielt auch mit, ne? Ja, Linksverteidiger brauchen wir auch. Ja, haben wir mal, ne? Tosic, Avila. Nehmen wir mal Tosic, würde ich sagen. Mohammed. Irgendwo im Mittelfeld. Aranguez. Ein Torwart. Ist immer gut, wenn man den als Ersatz dabei hat. Alter, guck dir an, was wir für Torwerte haben. Guck dir das an. Ich glaube, dass ich mit Gral ganz gut bestückt bin. Seitdem Kiefdelberg ist eigentlich schon ganz okay. Ist ja eh nur die Auswechselbank, aber wir haben Kyoto und Bayer. Bayer Bergfett. Oh Gott. Genau. Dann tauschen wir den noch aus durch Castaños. Können auf den bestimmt ein Verbrauchsobjekt anwenden. Einen normalen Goldvertrag. Machen wir mal. So. Kann ich den Manager tauschen? Habe ich da was? Och ja. Viaboa. Aus der russischen Liga. Ist, denke ich mal. Ne? Managerliga. Lohnt sich erst, denke ich mal, wenn ich einen guten hab. Gut, das haben wir auch. Alter, 4,5 Sterne, 71er Chemie-Team. Das, Alter, das ist halt schon nicht schlecht. So, mein Verein. Da kann ich jetzt erstmal die einzelnen Sachen durchgehen. Ich habe keine MS. Okay. Mit ZOMs, die ich gar nicht mehr brauche. Kann man, ja, wenn ich die verkaufe, bringt das nichts. Ja, komm.
machen wir das. Ich kann dann so ein bisschen dann quasi aussortieren. Bei LM sind wir eigentlich jetzt ganz gut bestückt. Würde ich behaupten, ja, wenn wir dafür nichts kriegen, dann behalte ich die auch. Ganz ernsthaft. So, oder zumindest wenn sie nicht ganz scheiße sind, so wie der hier. Oh, dafür kriege ich sogar was. Kann ich richtig auf den Kopf hauen. So, beim ZM spiele ich eher selten. So, die behalte ich mal lieber. Da haben wir nicht so viel davon. Ich kann verkauft groß, ey. Ja. Kieftelberg, das behalte ich mal lieber. Also haben wir nicht. LVs. Ja, da kann ich die Bronzes, glaube ich, verkaufen. Da haben wir so viele von. Da wird sich keiner dran den Ast stören. Genau wie hier. Und ja, so ein Team machen wir eh nicht. Ist das Ding. Guck mal, ach Gott, das geht hier weiter. Ja, also es ist so, seit die Spieler, die braucht keiner. Quasi. Warum geht das Lied nicht weiter? So, Stenzel in Nidaya. Ah. So. Weil das, wie gesagt, das stört ja auch nicht, wenn sie sonst bei uns drin sind. Torwetter haben wir. Ach du Kacke, ne? Ganz schlechte haben wir da noch. Da kannst du einen Deutschen verkaufen. Obwohl, nee. Ja, Weber. Machen wir mal. Das sind, ja, so Ersatztorwete, die ich eigentlich nie nutzen werde. So, Spieler-Mitarbeiter. Da haben wir zwei Torwete-Reflexe, Abstoß, da verkaufe ich lieber den Abstoßtypen. Kann ich den an? Na, das ist nur Verkauf. Das ist mein Fitnesstrainer. Okay, da habe ich der Physiotherapeut. Oh, ich habe sogar zwei Torwarttrainer. Dann kann ich ja den besseren sogar noch verkaufen. Physioarm, Fuß. Ja, das ist ne? Relativ klar. Unseren alten Typen mehr brauchen wir mal. Vereinsobjekte haben wir da. Da haben wir bestimmt auch so Sachen, die wir gar nicht brauchen. Wappen. Hier unsere alten Wappen. Weil da braucht man ganz ehrlich ja nur eins. Braucht das Ägypten-Wappen nicht, ganz ehrlich. Den muss ich jetzt nicht bei mir haben. Groß. Athlet. Alter, wo war denn das Atletico Madrid? Wo war dabei? Ist das Flugzeug da drauf? So, sind das unsere derzeitigen? So, von denen würde ich sagen. Also, das finde ich ganz lustig. Das würde ich als, kein Trikot derzeit nehmen. Und Atletico Madrid kann man schon mal als das Trikot nehmen. So. Und den Rest können wir verkaufen. Drei Münzen, ne? Das Ding ist halt, sowas wird man halt dann auch nie brauchen.
Nürnberg, es tut mir ein bisschen leid, aber es ist halt jetzt nicht so schön. So, Stadien. Erstmal unsere... Alalalala. Ich werde bestimmt nicht das Etihad aufgeben. Das ist ein richtig schönes Stadion. Das ist King's Bounty, erkenne ich doch wohl. Und die Ivy Lane, na, die kann man auch machen. So, Bälle. Ja, nehmen wir den, würde ich sagen. Und verkaufen unseren alten. So, gibt es da noch was? Nee. Vereinsobjekte, Verbrauchsobjekte werde ich wahrscheinlich niemals in meinem Leben verkaufen, weil... Weil ich das nicht verstehe. Manager Liga NOS, ja gut, das können wir verkaufen. Verträge werde ich nicht verkaufen, davon gehe ich aus. Fitness behalte ich auch, Heilung auch. Stellungslied, ich spiele nur ein Lied, das ist mir zu laut. So, ZMZOM, LAV, LV. Behalte ich mal lieber alles. LS, LSF. Das kann man halt auch immer gebrauchen, ne? Genau. Dann wollte ich noch mal gerade gucken. Hatte ich gerade komplett vergessen. Verbrauchsobjekte. Chemistry Style. Was haben wir denn da? Pass und Physis. Also Verteidiger und ZDM. Okay. Ist, denke ich, bei mir eher für die Mittelverteidiger wichtig. Das heißt, ich packe das mal auf Abraham drauf. Chemistry Style. So, und Schuss Defense ist ZDM, aber ich will das jetzt nicht auf groß packen. Also bin ich mal jetzt so. Behalte ich da mal lieber. Was habe ich denn jetzt getan? So, und dann dachte ich mir, war es das für diese Folge? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir hatten Müller in dem Paket. Ganz ehrlich, ich bin zufrieden. Wir haben groß gekauft. Was will man mehr? Bis dahin. Haut rein. Tschüss.